Also ich bin der Meinung, dass das 1-1 durchaus verdient gewesen ist. Aber wir hätten gern die 3 Punkte aus Bielefeld entführt heute. Das war lächerlich. Also ich finde, dass Bielefeld besser war. Das hast du selber gemerkt. Viel besser. Eindeutig. Und man muss ganz ehrlich sagen, das 1-1, das war ein individueller Fehler von Bielefeld. Da waren 5 Kieler auf einmal vorm Tor und nur 3 Bielefelder. Aber mit den Mitteln, die ihr spielt. Also es war ein toller Konter. Das ist ein Kieler hier, aber das... Ja, aber das muss nicht sein. Ihr liegt ja nur am Boden, ehrlich. Ihr liegt ja nur am Boden, ehrlich. Die ganze zweite Halbzeit. Wurde über Fußball gespielt? Ihr lag nur am Boden, ehrlich. Hast du es gemerkt? Also ich bin jetzt, du bist ja nur Fan, du hast ja nicht mitgespielt. Ja. Also ihr lag nur am Boden, ist so. Er hat nicht mitgespielt. Und das war für mich dann, irgendwo hört es dann auf mit Fußball. Der Peitz, der macht den Vogelsammer an. Vogelsammer hat sich wirklich wehgetan. Und der Peitz macht hier ein, steh auf. So, es ist für mich eine Arschlochmannschaft. Da kannst, ich meine, du bist ein feiner Kerl. Ja, sehe ich das nicht so? Doch. Kiel ist eine Arschmannschaft. Das war ganz also ich gucke jedes Heimspiel. Das ist eine Truppe. Das ist eine Truppe, ehrlich jetzt. Ja. Unfair ohne Ende, komplett. Das hat sich so durchgezogen, das ganze Spiel. Das fing schon nach 2 Minuten an, da lag der Erste. Und das hat sich so durchgezogen. Und da kannst du kein Fußball machen. Aber so holen die ihre Punkte. Die lagen dann am Boden. Muss man auch sagen, Respekt. Als es dann weiterging, dann standen sie schon... Sofort wieder auf, alles gut. Knochenbruch, in der Kamera hast du einen Knochenbruch und dann 2 Minuten später machst du wieder den jungen Hüpfer hier. Das ist lächerlich. Das ist in meinen Augen lächerlich. Das heißt, tut mir leid. Der Schiedsrichter sei unfair gewesen? Auf jeden Fall. Ich fand den Schiri jetzt nicht so schlecht. Unfair. Ich finde, die Kieler Spieler waren einfach teilweise unfair. Nee, der Schiedsrichter war aber auch. Also, der hat gepfiffen. Da hast du manchmal gedacht so, okay, warum? Also, verdient wäre gewesen, wenn wir das Ding gewonnen hätten. Aber... Das 1-0 ist ein bisschen anders aufgrund der Spielanteile und auch aufgrund der Torchancen. Bin ich der Meinung, dass das Unentschieden heute wirklich verdient gewesen ist. Du hast ja gestern auch ein Tor verdient gehabt. Ja, bin ich. Aufgrund der Spielanteile und aufgrund der Torchancen. Also, er hat recht von den Torchancen. War es wirklich in Ordnung? Absolut. Du hast recht. Wir hatten beide klare Torchancen. Und mehr als eins. Aufsteiger oder Absteiger? Ja, alles gut. Am Ende verliert ihr sowieso die Relegation gegen Hamburg. Dann ist sowieso alles gut. In der ersten Halbzeit muss man einfach sagen, es war ein absolutes Spitzenspiel. Also Kiel, muss man wirklich Respekt vorhaben, was sie geleistet haben. Es war ein absolutes Spitzenspiel in der ersten Halbzeit. Sehe ich auch so. Das muss man einfach sagen. Gut, das war richtig guter Fußball. Ich glaube, besser als gestern Bayern-Dortmund. Ja, das weiß ich. Obwohl 6-0 ausgegangen ist. Das war ein besseres Fußballspiel. Das Fußballspiel selber war richtig, richtig gut. Ja, das stimmt. Ja, das muss man ganz klar sagen. So, ich sag mal so, sowohl Kiel als auch Bielefeld hätten das 2-1 schießen können. Ja. Was schade war, da muss ich leider recht geben, es waren viele versteckte Fouls dabei. Ja, stimmt. Es waren viele versteckte Fouls dabei. Weil ja, und mehr bei den Kielern. Aber solche Spieler... Ja, doch schon. Viele Bielefelder lang. Nein, komm. Vogelsammer, Klos, Behrendt, das sind also Athleten. Also ich sag mal, die würden uns in den Sack stecken. Ja, die bleiben nicht einfach liegen. Ja, kannst du das? Die bleiben nicht... Was? Wer ist Gerd? Nein, aber die bleiben nicht einfach liegen. Ja, das ist einfach so. Aber im Endeffekt muss man sagen, 1-1 ist ein Ergebnis, womit beide Mannschaften sehr, sehr gut leben können. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften heute gespielt haben, zeigt das auch wieder. Aber unseren Vogelsammer, den habt ihr umgehauen. Das stimmt. Den haben wir umgehauen. Und der ist auch... Das haben wir gut gemacht. Das habt ihr nicht gut gemacht. Also der ist am Arsch. Alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Das Ergebnis ist 1-1, ist in Ordnung. Und wir gehören nicht in die erste Liga und ihr habt das viel bessere Stadion. Ich finde euer Stadion toll. Da sind wir ganz weit von weg. Eure komische Ostsee-Arena, die ihr habt, ne? Wenn man sich das anschaut... Ich finde aber dieses Stadion, Kiel beispielsweise, finde ich auch nicht schlecht. Ne?